Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit einem kleinen Special zum Videolog Japanologie. Und zwar gibt es heute ein paar Ausschnitte von der Demonstration Kürzer geht's nicht. Die wurde von Studenten im Rahmen des CDU-Bundesparteitags hier in Leipzig organisiert. Es geht darum, dass zum Beispiel beim Studentenwerk in Leipzig 500.000 an Euro an jährlichen Zulagen gekürzt wird. Dadurch erhöht sich unser Semesterbeitrag um 15 Euro von bisher 92 Euro auf 107 Euro ab dem nächsten Semester. Und dann um solche Sachen, dass Finanzierungen von Tutorien nicht mehr möglich sind, weil es Stellenkürzungen gibt und eben an allen Stellen gespart wird. So steht zum Beispiel das Tutorium der Regionalwissenschaften ab Januar auf der Kippe, was gerade für uns Japanologen von Interesse ist. Dann ist unklar, nachdem in 2-3 Jahren unser Kobayashi-Sensei-Professor in Rente gehen wird, ob seine Stelle neu besetzt werden wird. All das sind unklare Sachen, weil eben hunderte von Stellen an der Uni gestrichen werden. Die Mensa-Essensvielfalt wird eventuell verringert, weil sich die Salattheke nicht mehr rentiert, wenn die Preise und die Zulagen für das Studentennetzwerk sinken. Und zu dem Zwecke wurde eben unter dem Motto Kürzer geht's nicht heute am 14.11. eine entsprechende Demonstration organisiert. Mit, ich schätze mal, so 1.000 bis 2.000 Demonstranten, leider bei weitem nicht so das Maß, wie es vor 2 Jahren war bei der Demonstration, als wir gerade die gesamte Demonstrationsbildungsrevolte-Welle über Deutschland, Österreich und zum Teil in der ganzen Welt schwappte. Da hatten wir mal eine Demonstration mit 8.000 Leuten am Bundesverwaltungsgericht, heute leider deutlich weniger. Aber definitiv besser als gar nicht, und das Zeichen heute am Bundesparteitag am letzten Tag zu setzen ist definitiv das Richtige. Deswegen im Folgenden ein paar Ausschnitte von der Demonstration, kürzer geht's nicht. Das könnte doch lang.
Seite sehen wir das Museum am Runden Eck. Da war vormals die Stasi drin. Und auf der linken Seite sehen wir das wunderschöne Gebäude der Hochschule für Musik und Theater. Ich habe gehört, dass ein paar Studis von der Hochschule für Musik und Theater sich uns angeschlossen haben und sich solidarisch zeigen mit uns. Wir sagen, dass das klasse ist. Sagen wird, hier auf der Abschlusskundgebung wird sein Mike Nagler. Mike ist Mitglied des Hochschulrates der HTWK Leipzig unter anderem und wird uns jetzt was sagen zum Hochschulentwicklungsplan sowie zu den Streichungen. Einen fetzen Applaus für Mike. Also, das Mikro ist besser, wurde gesagt. Hört man mich? Ha, super. Uns quietscht auch nicht. Ja, liebe Studierende und liebe noch Nicht-Studierende oder die vielleicht noch studieren wollen, liebe Freunde, wir sind heute hier, weil wir das Kürzungsdiktat der Landesregierung nicht akzeptieren. Zur Erinnerung, die CDU-geführte Landesregierung will an den Hochschulen bis 2015 300 Stellen und bis 2020 über 1000 Stellen streichen. Damit stehen Studiengänge und ganze Fakultäten auf dem Spiel. Sowohl vom Zustandekommen als auch vom Inhalt ist der Hochschulentwicklungsplan höchst fragwürdig. Ein Hochschulentwicklungsplan auf Basis von Kürzungsvorhaben ist völlig indiskutabel für uns. Es geht dem Ministerium, es geht der Regierung einzig darum, auf Kosten der Hochschulen und der kommenden Generationen die Löcher im sächsischen Staatshaushalt zu stopfen. Das Geld, das wir für die Bildung brauchen, wurde unter anderem in der Sächsischen Landesbank verzockt und die Verantwortlichen wurden bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen. Dafür stehen nun ganze Studiengänge vor dem Aus. Das kann nicht sein und deshalb sind wir heute auf der Straße.
muss in der Mitte bleiben, sonst koppelt das rück. Aber das ist alles nicht neu. Seit 20 Jahren wird immer wieder die gleiche Lüge wiederholt. Aufgrund des demografischen Wandels, so heißt es, würden die Studierendenzahlen in den kommenden Jahren massiv einbrechen. Das ständige Wiederholen macht diese Aussage aber nicht wahrer. Ein paar Zahlen des Statistischen Landesamts Sachsen. 1995 gab es in Sachsen über 67.000 Studierende. Im Jahr 2000 waren es ca. 85.000. 2010 waren es dann bereits 110.000. Die Studierendenzahlen haben also Jahr für Jahr zugenommen und haben sich bis heute fast verdoppelt. Gleichzeitig wurde aber seit Anfang der 90er Jahre ein massiver Stellenabbau an den Hochschulen betrieben. Alle paar Jahre werden aufgrund von politisch gewollten Falschprognosen Pläne verabschiedet, die davon ausgehen, dass die Studierendenzahlen in den kommenden Jahren massiv einbrechen werden. Bis heute hat das weit über ein Drittel der Personalstellen an den sächsischen Hochschulen gekostet. Ein Beispiel: An der Universität Leipzig gab es 1992 noch 2476 Vollzeitstellen. Seitdem sind Jahr für Jahr Stellen gestrichen worden. Heute hat die Universität noch ganze 484 Professorenstellen. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der Studierenden von 1992 14.000 auf heute rund 26.000. Zwischendrin, 2004 hatten wir mal Studierendenzahlen an der Universität von 31.000. Die sind mittlerweile schon zurückgefahren worden, weil einfach das Geld nicht reicht und weil einfach massiv am Personal gespart wird. Wann nimmt die Landesregierung endlich zur Kenntnis, dass die Studierendenzahlen nicht sinken, sondern Jahr für Jahr massiv steigen? Es hat nie einen Einbruch bei den Studierendenzahlen gegeben und es wird ihn auch jetzt nicht geben. Und auch der jetzige Hochschulentwicklungsplan ist das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt ist. Das ist kein Hochschulentwicklungsplan, das ist kein Hochschulentwicklungsplan, das ist ein Hochschulrückentwicklungsplan. Die letzten Jahre zeigen, es handelt sich bei den aktuellen Kürzungsplänen aber nicht nur um einen gravierenden Einschnitt in den Hochschulen. Es handelt sich um einen weiteren Teil eines systematischen Abbaus der sächsischen Hochschullandschaft. Seit Anfang der 90er Jahre werden die Hochschulmittel zusammengestrichen. Alle paar Jahre wird in Sachsen eine neue Kürzungssau durchs Dorf getrieben. Was heißt das ganz aktuell ganz praktisch? An der HTWK, der Fachhochschule, haben sich dieses Jahr ca. 12.000 junge Menschen auf einen Studienplatz beworben. 12.000! Aufgrund der personellen Situation und der chronischen Unterfinanzierung hat die Hochschule aber nur 1.000 Erstsemester immatrikulieren können. Die vergangenen Jahre waren das im Schnitt zumindest 1.300. Also ist komplett falsch, was erzählt wird vom Ministerium. Es ist also vollkommen absurd, wenn sich die Staatsministerin jetzt hinstellt und von rückläufigen Studierendenzahlen spricht. Es ist nämlich mitnichten so, dass es zu wenige potenzielle Studierende gäbe. Vielmehr werden die Hochschulen gezwungen, wegen unzureichender Mittel die Studierendenzahlen nach unten zu korrigieren. Dieser Hochschulentwicklungsplan verhindert also jegliche Entwicklung, denn er gibt vielen jungen Menschen gar nicht erst die Chance auf ein Studium. Und damit sind wir nicht einverstanden. Angesichts dieses Kürzungsdiktats ist es ein Hohn, wenn die CDU-geführte Bundesregierung von einer Bildungsrepublik Deutschland spricht. Sie tun das gerade jetzt hinter verschlossenen Türen auf der Messe. Das Ergebnis werden blumige Worte sein und in Sachsen und anderswo wird man weiter kürzen. Und deshalb ist der Protest hier und heute in Leipzig vollkommen an der richtigen Stelle. Aber natürlich sind wir nicht nur hier, um zu kritisieren, sondern wir sind auch hier, um Gegenvorschläge zu unterbreiten. Die Verteilung von Geldern ist immer eine Entscheidung der Politik. Die öffentlichen Kassen
sind nicht wegen der Studierenden oder wegen der Arbeitslosen oder wegen der Schüler oder wen auch immer leer. Sie sind leer wegen einer verfehlten Unternehmens- und Einkommenssteuerpolitik der Regierungen auf Landes- und Bundesebene. Und deshalb ist auch das Argument der leeren Kassen falsch. Wer Milliarden öffentlicher Gelder für Banken bereitstellt, ohne nennenswerte Regulierungen vorzunehmen, wer öffentliches Geld in Milliardenhöhe bereitstellt, um die nächste Runde im globalen Finanzcasino einzuläuten, aber gleichzeitig kein Geld für Bildung hat, der ist nicht mehr glaubwürdig und gehört abgewickelt. Der angebliche Sachzwang ist hausgemacht und politisch gewollt. Diese Regierung repräsentiert uns alle hier nicht. Die Kassen werden sehr gut gefüllt, wenn man auf Bundesebene a. beispielsweise die Körperschaftssteuer und den Spitzensteuersatz wieder anheben würde, b. sie wären ganz genauso gut gefüllt, wenn man Vermögende stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranziehen würde. Allein mit einem Zehntel der Einnahmen, die eine Vermögenssteuer einbringen würde, hätten die Hochschulen in Deutschland, in ganz Deutschland, ihre größten finanziellen Probleme gelöst. Und c. die Kassen werden noch mehr gefüllt, wenn man endlich Finanztransaktionen besteuern und sinnlose Spekulationen verbieten würde. Aber nicht nur die Kassen des Bundes, auch die des Landes Sachsen wären deutlich voller, wenn man nicht durch eine verfehlte Politik mit Hunderten von Millionen für eine marode Landesbank zahlen müsste. Aber eine andere Hochschulpolitik macht sich nicht nur am Geld fest, sondern auch an dem, was die Hochschulen im Innersten ausmacht. In den letzten Jahren hat man im Rahmen der Ökonomisierung oder Privatisierung der Hochschulen immer mehr fragwürdige Institutionen geschaffen. Verdammt. Was hier passiert, ist eine Entdemokratisierung der Hochschulen. Demokratische Strukturen wurden und werden massiv beschnitten und durch Managementstrukturen, hierarchische Managementstrukturen ersetzt. Das Gremium des Hochschulrats ist eines davon. Ein kleines Gremium, welches zu 75% aus Hochschulexternen besteht und vornehmlich mit Wirtschaftsvertretern besetzt ist. Hochschulen aber sind keine Wirtschaftsunternehmen, die nach kapitalistischer Verwertungslogik funktionieren. Das ist nicht unsere Position. Die Kürzungen der letzten Jahre und auch die aktuellen liegen politischen Entscheidungen zugrunde. Bis jetzt ist der Landeshaushalt in Sachsen noch nicht beschlossen. Das heißt, die Kürzungen sind nicht gottgegeben. Aber im Ministerium und leider auch zu Teilen in den Hochschulleitungen, in den Rektoraten und auch in den Hochschulräten wird das alles als alternativlos dargestellt. Neben der Landesregierung müssen deshalb auch die Rektorate und die Hochschulräte massiv unter Druck gesetzt werden, damit sie die aufdiktierten Kürzungsvorgaben nicht einfach weitergeben oder ausführen, sondern sich öffentlich dagegen wehren. Was wir brauchen, sind nicht weniger, sondern mehr ausfinanzierte Personalstellen an den Hochschulen. Als Mitglied des Hochschulrats der HTWK werde ich jedenfalls keine einzige Stellenkürzung an meiner Hochschule mittragen. Denn eins ist klar. Entweder man bekennt sich ganz konkret zu Bildung, indem man Stellen schafft und nicht Stellen kürzt, oder man lässt es. Aber man darf oder man muss auch so ehrlich sein und sagen, dass man für den eigenen Machterhalt gar kein Interesse an einer gebildeten Bevölkerung hat. Und dann kann man die sächsische Hochschullandschaft auch vor die Hunde gehen lassen, dann kann man sie wegkürzen. Das wäre auf jeden Fall ehrlicher, als sie Stück für Stück zu kürzen und gleichzeitig das Gegenteil zu behaupten und von einer Bildungsrepublik Deutschland zu schwafeln. Wir fordern deshalb alle auf, denen die Zukunft in unserem Land etwas bedeutet. Der Etikettenschwindel muss ein Ende haben. Da, wo Bildung steht, muss auch Bildung drin sein. Wir fordern ein Ende der Kürzungsorgien und eine nachhaltige Finanzierung unseres Hochschulwesens. Und wenn wir diese nachhaltige Finanzierung nicht kriegen,
Dann holen wir sie uns. Danke, Mike, für deine Ausführungen. Wir haben es jetzt viele Leute reden gehört, die vieles gesagt haben, vieles, was wichtig ist, was richtig ist, gesagt haben. Eine Stellung, die noch nichts gesagt hat dazu, ist die Hochschulöffentlichkeit, also die Hochschulseite in Form des Rektorates. Leider kann niemand vom Rektorat der Uni Leipzig hier sein, aber sie haben uns ein Statement geschickt, das Lena jetzt vorlesen wird. Hier das Statement des Rektorates. Ja, hallo, ich bin die Lena, ich bin vom Stura Uni Leipzig und wir haben unser Rektorat angefragt, ob sie uns, eigentlich wollten wir sie auf der Demo reden hören, leider hatten sie alle keine Zeit, aber sie haben uns ein Statement geschickt und das werde ich euch jetzt vorlesen. Statement der Rektorin zur Demonstration der Studierenden gegen Bildungskürzungen am 14.11.2011. In den kommenden Jahren werden auf die Universität wie auf alle anderen staatlichen Hochschulen in Sachsen mit der Umsetzung des Sächsischen Hochschulentwicklungsplanes 2020 erhebliche Veränderungen zukommen. Ende dieses Jahres soll der Hochschulentwicklungsplan verabschiedet werden, auf dessen Grundlage bis Mitte des nächsten Jahres Zielvereinbarungen mit den Hochschulen abgeschlossen werden sollen. Gekoppelt mit dem Hochschulentwicklungsplan sind zunehmende Sparmaßnahmen und insbesondere ein weiterer Personalstellenabbau, beginnend ab 2013 und in Form eines landesweiten Rasenmäherprinzips proportional zum Stellenbestand der jeweiligen Hochschulen. Das Rektorat der Universität Leipzig arbeitet derzeit an einem eigenen Entwicklungsplan der Universität, der den Anforderungen einer Schwerpunktsetzungen und weiteren Profilierung sowie einer besseren Wettbewerbsfähigkeit durch Umstrukturierungen und externe sowie interne Kooperationen gerecht und im Konsens mit den Fakultäten und Einrichtungen beschlossen werden soll. Oberste Priorität hat dabei, ein hohes Niveau in der Ausbildung der Studierenden und in der Forschung zu sichern. Die jüngsten Studienbewerber- und Immatrikulationszahlen zeigen, entgegen der Prognosen des Ministeriums und der KMK, einen enormen Zulauf von jungen Menschen an unsere Universität, von dem wir ausgehen, dass er sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. In diesem Kontext und mit Blick auf die angestrebte Exzellenz in Forschung und Lehre ist ein pauschal verordneter Stellenabbau kontraproduktiv. Qualitätsverluste in den Bedingungen für das Studium und die Forschung sind vorprogrammiert. Das Rektorat der Universität Leipzig begrüßt insofern das aktive Engagement der Studierenden für die tertiäre Bildung. Damit wird ein Anstoß gegenüber der Politik gegeben für den Stellenwert von Bildung und dessen Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Hochschulen den Dialog aufzunehmen. 10. November 2011, Professor Dr. Med. Beate A. Schöking. Das, meine Freunde, ist aussageloses Blabla. Das ist Mist. Präsident da mitgemacht hat. Der ist mit den Studierenden auf die Straße gegangen. Der hat sich ausgezogen. Der hat sich ausgezogen, um zu zeigen, wie die Bildung dastehen wird, wenn es weiter so geht. Völlig nackt. Das hat der Uni-Präsident der Uni Hamburg gemacht. So was wollen wir. Wir wollen ein Rektorat, das Stellung bezieht. Wir wollen ein Rektorat, das mit uns auf die Straße geht. Und die Uni ins Gras beißen lässt. Wir wollen keinen vorauseilenden Gehorsam der Rektorate. Wir wollen klare Positionen gegen die Kürzungen für unsere Bildung. Danke. Danke, Lea. Das hat nochmal gezeigt, dass wir, dass es wichtig ist, dass wir auf die Straße gehen und wichtig ist, dass wir unsere Meinung artikulieren. Die Organisatorinnen sind ein Bündnis, das nennt sich Bündnis Durchfinanzierung und stellvertretend für dieses Bündnis wird jetzt gleich Milan Mathiesen
einen allgemeinen Blick, also was ist da zu sagen, zum allgemeinen Blick auf die Kürzungen im Hochschulbereich. Keine Sorge, ihr müsst nicht erfrieren, wir sind gleich durch. Das heißt, haltet durch, es dauert nicht mehr lange. Und jetzt kommt erstmal Milan und klärt uns auf über die Kürzungen. Bitte, Milan. Ja, hallo YouTube nochmal. Die Demonstration ist vorbei, die letzten Redebeiträge sind getätigt. Ich konnte leider nur zwei von denen aufnehmen, weil die Batterie, also der Akku von der Kamera gleich leer ist und auch der Chip voll ist. Deswegen, es war im Prinzip jetzt noch eine ganz nette Veranstaltung, viele gute Worte gefunden in den letzten Reden. Vor allem mit der HTWK, dass da manche Studiengänge komplett wegfallen. Echt eine ganz schön krasse Sache. Ich hoffe, ihr fandet es einigermaßen interessant, auch wenn es jetzt, denke ich mal, recht lang geworden ist, wenn ich das hier zusammen geschnitten haben werde. Und ja, bis zum nächsten wirklichen Vlog-Video oder Tutorial. Wir sehen uns. Matane.